Hefe muss, bevor man sie im Teig verwenden kann, mit etwas Zucker in Wasser aufgelöst werden. Denken viele, ist aber völliger Blödsinn. Hi, ich bin Jo und ich backe Brot. Hefe, also genauer gesagt Backhefe, riecht nicht nur verdammt geil, sondern es sind einzellige Pilze, die sich von Mono- und Disacchariden ernähren. Also einkettige und zweikettige Kohlenhydrate. Zucker. Und jetzt ratet mal, was in Mehl vorhanden ist. Ganz genau, Glucose, also Zucker. In einer relativ kleinen Konzentration allerdings nur, ich gebe es zu. Aber das Geile ist, die Hefen können die Stärke, also langkettigen Kohlenhydrate, die ja massenhaft im Mehl vorhanden sind, auch runterbrechen und sich dann davon ernähren, was übrig bleibt, nämlich von den ein- und zweikettigen Kohlenhydraten. Welche Back- und Hefemythen kennt ihr noch? Ich check sie für euch. The more you know.